Jo, nachdem ich ja jetzt wieder von der Ostsee zurück bin und man offenbar über WhatsApp nicht die Videobeschreibung lesen kann, da hatte ich ja gestern vermutet oder die Hoffnung geäußert, es möge sich doch heute Morgen, wenn ich mich auf den Dicken setze, so eine Art ja, autogenes Training entwickeln, aufgrund seiner Kraft und seines Sounds und der ganzen positiven Energie, dass mein Fuß da wieder laufen möge. Und genau das hat sich auch getan. Das Ding läuft wieder. Der ist heute wunderbar gelaufen. Mein Frauchen sagt heute Morgen, das kann nicht wahr sein. Na gut, ich habe so Daytona-Stiefel, ziemlich leichte. Die nehme ich immer für den Crossi, wenn ich so weitere Ecken fahre. Die sind wie Turnschuhe. Und ich konnte laufen, klasse. Ja. Wer hätte das gestern Abend gedacht? Also wer mich gestern Abend gesehen hat, hat gedacht, der hätte gesagt, und das hatte ich auch erwartet, als Kommentar zu hören, hör mal zu, Alter, mit so einem Fuß setzt du dich nicht aufs Motorrad. Aber das ging gut heute. Ich war geplättet. Aber deswegen, das ist nicht der Grund dieses Videos. Der Grund dieses Videos ist ein anderer. Und das muss ich noch loswerden. Das müsst ihr noch wissen. Also, da Haus, da von da bis da, ne? So, da ist eine Heizung drin. So. Gebaut haben wir hier um die Jahrtausendwende. Die Heizung war vor 3, 4 Jahren kaputt. Ne? So. Das war eh so ein Junkersteil, was keiner reparieren konnte. Wenn du da einen gerufen hast, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. So kompliziert ist das. Also haben wir das Ding rausgeschmissen, haben eine neue Heizung eingebaut. Bauen lassen. Ja. So, von einem hiesigen, da hinten 2 Kilometer entfernt wohnt der Heizungsmonteur. Der hat uns das Ding da reingebaut. Selbstständiger Handwerker. Haben wir gedacht, der wohnt hier, alles gut. Ja. Nimm den Local Dealer und da bist du. Kannst dich wohlfühlen, alles gut gemacht, alles richtig gemacht, gut. Hat er auch gemacht. Hat Geld gekostet natürlich, paar tausend Euro. Gut, so. Jetzt soll man ja so eine Heizung auch warten lassen. Genau wie ein Auto oder ein Motorrad. Ja, so. Mache ich natürlich auch. So. Dazu braucht man natürlich einen Termin. Stellst du mal scharf, du Ding? Ja, dazu braucht man einen Termin. Ich habe also angerufen. Der Gag ist ja schon. Heizungsmonteur. Da kannst du anrufen montags, mittwochs und freitags. Von 8 bis 12 Uhr. Ja, sonst kannst du ihn gar nicht erreichen. Außer in Notfällen, wenn das Haus brennt. Ja, so. Also ich Mittwoch angerufen, hätte gern Termin wegen Heizungswartung. Okay, ich treffe da seine Mitarbeiterin, die da wohl die Buchhaltung macht oder was weiß ich was, keine Ahnung. Ja, ich rufe zurück, ich muss ihn kurz fragen, dann rufe ich zurück. Jo, ich warte und warte und warte, 3 Viertelstunde, keiner rührt sich. Also habe ich gedacht, leck mir die Füße. Ich fahre mit den Hunden los und laufe da mit denen eine Runde. Gut, heute Morgen, kurz bevor ich losfahren wollte, klingelt das Telefon. War sie am Telefon. So, und jetzt ratet mal, wann ich einen Termin kriegen könnte. Für die Heizungswartung, wohlgemerkt. Ja? Er hat sie eingebaut. Hat dafür Geld kassiert. Hat auch schon zweimal hier die Wartung gemacht. Ja, 4 Wochen? Da hätte ich schon gesagt, da hör mal zu. 4 Wochen, ne? Das muss auch schneller gehen. 8 Wochen? Da wäre ich schon
Ja, ihr kennt mich. Hoffentlich. Sonst lernt ihr mich noch kennen. Nein, Spaß. Nee, mal ganz ohne Flachs, ne? Die hat mir allen Ernstes gesagt, nächstes Jahr, da können wir einen Termin machen. Wir haben August, Ende August. Nächstes Jahr sollte ich einen Termin wegen der Heizungswartung kriegen. Nächstes Jahr. Also 2020. Ich habe gesagt, das ist doch nicht ernst, ne? Sie bieten mir hier einen Termin an für nächstes Jahr. So kann man auch eine Geschäftsbeziehung beenden. Das machen wir auch jetzt so. Hab ich ja gesagt. Ich suche mir einen anderen. Sucht euch andere Dumme. Nächstes Jahr, Leute. Das können wir mit jedem machen, aber nicht mit mir. Nächstes Jahr, ich werde zum So, suche ich mir einen, der das mir jetzt auch kurzfristiger machen kann. Aber sowas muss man sich mal reinziehen in diesem Land, ne? Das ist der Zustand in diesem Land. Ja? Service, Dienstleistung, Dienst. Ja? Will doch hier kein Schwein mehr leisten. Die wollen schnell Kohle machen und fertig. Ja? Das ist der Zustand dieses Staates. Und damit sage ich gut gelaunt. Bis zum nächsten Mal. Da kommt bestimmt noch mehr.